Kapplerscheine sind toll. Für jung und alt. Aber was sie toll macht, ist auch ihre größte Schwäche. Und da das Angebot am Markt mir nicht gefiel, habe ich etwas Eigenes entworfen. Verbinder für die Kapplersteine. Es stehen verschiedene Grundformen zur Verfügung und die Verbinder werden einfach aufgesteckt. Und schon mittels eines Verbinders kann man zwei Holzsteine zusammenstecken. Die Klemmkraft ist anfangs technisch bedingt noch recht hoch, aber nach ein paar Mal stecken geht diese zurück. Dadurch bekommen es auch 3- bis 4-Jährige hin und für die meisten Konstruktionen reicht dieses weiterhin aus. Einen besseren Halt bekommt man natürlich mit mehreren Verbindern hin. Die Verbinder gibt es in verschiedenen Farben, nicht immer alle lagernd und falls welche im Shop nicht vorhanden sind, schreiben Sie mir. Hier habe ich Gold und Rot im Einsatz. Und da das Zusammenstecken immer das gleiche ist, Zeitraffer. I've been right here for a long time. I've seen your dreams in the night sky. You know I want you to be mine. Diese Demo soll nur zeigen, was möglich ist. Man kann die Wände auch mit weniger Verbindern zusammensetzen. Aber die Wände müssen auch noch untereinander verbunden werden. Und an dieser Stelle erneut gesagt. Die Verbinder in dem Video sind auch neu und daher haben sie noch eine hohe Klemmkraft. Nach ein paar Steckungen lässt diese nach. Die Verbinder sind so ausgelegt, dass sie die gleiche Breite haben wie die Steine. Ein Stein soll also nur am Kippen gehindert werden, nicht aber fix an den anderen halten. Wenn Sie das suchen, sollten Sie eher zu Klemmbausteinen wie Lego greifen. Bis jetzt habe ich hier nur die geraden Verbinder verbaut. Als nächstes kommt der 90-Grad-Eckverbinder zum Einsatz. Drei Wände und ein Dach aus farbigen Kapplersteinen. Das Dachfenster darf nicht fehlen. Die Winkelsteine in diesem Video sind zu dem Zeitpunkt des Videos noch nicht im Shop erhältlich. Mit Hilfe der Lego Technik Achsenverbinder lassen sich jedoch genauso beliebige Winkel stecken. So, fertig der Stall.
den wir dieses Jahr für unser Krippenspiel genommen haben.